Im Grundkurs üben wir zurzeit viel auf der Hand drehen. Dazu erstmal üben, einfach nur auf einer Hand zu drehen, die Hände zu wechseln und dann verschiedene Positionen auszuprobieren. Einmal mit der Hand verschiedene Positionen. Auch mal drehen die Hand, gucken, wie sich das anfühlt. Und dann den Körper wegdrehen vom Reifen. Der Reifen bleibt die ganze Zeit, wo er ist. Ups, das war die Decke. Und hier einfach erstmal ein bisschen ausprobieren. An der Seite. Dann haben wir die Richtungswechsel mit dem Bein gemacht. Dann haben wir eine Übergabe gemacht und zwar immer vom nach vorne drehen auf der Seite. Hinten kommen die Reifen zusammen, Daumen ist am Daumen und auf der anderen Seite dreht ihr in die gleiche Richtung weiter und dann könnt ihr im Kreis diesen Wechsel machen. Gute Vorübung hier, auch fürs Mandala ist hin und her geben, Daumen immer zum Daumen und dann auf der zweiten Seite drehen, stoppen, Richtungswechsel, drehen, stoppen, Richtungswechsel, Übergabe, drehen, stoppen, Richtungswechsel, Übergabe, drehen, stoppen, Richtungswechsel, Übergabe und so weiter. Dann haben wir das Mandala gemacht oder ein Mandala übt. Hinten immer über die Barrel Roll Coin Flip Position am Rücken und dann von einer Seite zur anderen wandern. Geht natürlich in beide Richtungen. Als kleine Kombination hatten wir hier auf der Hand drehen, zweite Hand rein, 180 Grad drehen und in einer Bewegung weiter ins Mandala gehen. Dann am Rücken wieder stoppen, wieder zum Reifen hindrehen und wieder auf der Hand drehen. Halbe Runde, Mandala. Halbe Runde, Hand. Halbe Runde, Mandala. Halbe Runde, Hand. Wenn ihr nach links dreht, also gegen den Uhrzeigersinn, drehen wir uns mit dem Körper nach rechts. Beide Male. Wenn ihr nach rechts dreht, also im Uhrzeigersinn, geht der Körper nach links. Ups, eine Runde zu viel. Auf welcher Hand ihr vorne dreht, ist ziemlich egal. Also wenn ich mit rechts bin, und ich drehe im Uhrzeigersinn, muss halt hier die linke Hand dazu. Wenn ich mit der linken Hand drehe, muss halt, wow, ist vielleicht doch nicht so egal. Naja, doch, dann fange ich erst. Und dann kommt die zweite Hand dazu. In dieser Variante, wenn die rechte beginnt,
kann ich mit beiden dann gleichzeitig ganz gut fangen. Ja, genau, das war erstmal das Wichtigste aus den ersten beiden Stunden. Viel Spaß!